Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter in Hemmedal unterwegs mit unserem Freund Toffel. Denn wir haben die Hundemission nicht weitergemacht. Ja, hatte ich keine Zeit zu, leider. Deshalb habe ich das nicht geschafft. Aber jetzt haben wir die Mission zur Europameisterschaft, weil ich hier mein T-Shirt anziehen kann, mein Deutschland-T-Shirt. Man kann ja diese T-Shirts kaufen im Moment. Je nachdem, welche Mannschaft man glaubt, die gewinnt, kann man halt das passende T-Shirt dazu kaufen. Und wenn die dann tatsächlich die Europameisterschaft gewinnen, kriegt man halt diese Trophäe und die gravierte Bullpup-Rifle. Aber ich habe auf jeden Fall Deutschland gekauft und Frankreich und Spanien. Ja, direkt mal die Chancen erhöht, indem ich drei T-Shirts kaufe. Habe ich aber jetzt nicht an, ist auch egal. Denn es gibt noch ein Turnier passend zur Europameisterschaft. Und da geht es darum, mit dieser wunderschönen 50 Caliber Rifle hier mit Steinschloss ein paar Tiere zu schießen. Und zwar alle, die damit erlaubt sind, außer die Wildschweine und die verwilderten Schweine und noch irgendwas. Und der Eisbär, genau. Die drei nicht, aber alle anderen, die damit erlaubt sind mit der Waffe, müssen wir erlegen. Und deshalb sind wir hier in Hemmedal unterwegs, weil wir einen Elch brauchen und einen Schwarzbär. Ein Reh habe ich schon. Dazu gleich auch nochmal kurz was. Ein Rentier habe ich auch. Ein Rotfuchs. Einen Rotfuchs können wir auch gebrauchen. Der braucht halt mal so mega lange zum Nachladen bei dem Gewehr. Aber einen Bär brauchen wir auf jeden Fall. Einen Braunbär und einen Elch. Beziehungsweise ich habe schon einen kleineren Elch, Bullen, aber ich brauche halt noch einen größeren, weil die Gesamtscores der Tiere halt addiert werden und dann als Ergebnis zählen. So. Ja. Und ich hätte jetzt auch sagen können, komm, wir gehen woanders hin. Aber, Leute, mir fehlen natürlich noch ein paar andere Sachen. Ja, so Hirsche und so, die ich noch nicht in der Wertung habe. Das wäre in einer anderen Map vielleicht besser gewesen, weil wir den Elch ja schon haben. Also kann sein, dass wir jetzt einen schießen, mit dem wir uns nicht verbessern unbedingt. Und der Braunbär an sich, der hat ja auch nur, ich weiß gar nicht, was bringt der an Punkten? 20 oder sowas, 25, lass ihn bringen. Also auch nicht die Welt. Das Ding ist aber, ich war gestern hier auf der Map unterwegs, ja. Hab da schön meine Tiere jagen wollen, die ich so lustig dann hier alle gesehen habe. Also ich habe gedacht, komm, ich gehe einmal so eine Runde, schieß dann halt mal eben Rentier, Reh, Elch, Bär, alles, was man so sieht. Habe ich auch fast alles geschafft. Und dann direkt am Anfang, Leute, ja, hat so ein Reh gerufen. Männliche. Ich so, ja, callst du mal zurück und versuchst das dann zu erlegen. Dann kam da Rehe an. Locker drei oder vier Stück. Und dann sehe ich, dass dahinter eine Schecke steht. Ja. Steht da eine Rehschecke, aber davor war halt ein großer Bock. Ja, da muss ich mich entscheiden, schieße ich jetzt den Bock oder schieße ich die Schecke? Ich meine, eine Schecke ist mega selten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine geschossen habe in Rehform. Albino habe ich wohl schon mal gehabt, aber Schecke, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall selten. Ja, ruft auf jeden Fall ein weiblicher Elch, mit dem können wir nichts anfangen, wir haben auch den Bogen dabei. Ja, dann habe ich mich dazu entschieden, den Bock tatsächlich zu schießen und zu versuchen, die Schecke später dann anzugehen. Und der nachzupirschen war auch ein weibliches Stück, was ich im ersten Moment nicht so wahrgenommen habe. Ja, habe es auf jeden Fall versucht und das auf jeden Fall dann am Ende vom Video, deshalb schon mal kurz die Story und Info vorne weg, weil ich das dann auch schnell aufgenommen habe natürlich, ja, weil ich meine, wann hat man schon mal so ein Tier vor der Flinte? Habe ich natürlich direkt die Kamera beziehungsweise mein Aufnahmeprogramm gestartet und mich nie lumpen lassen, ja, also das am Ende vom Video. Und jetzt versuchen wir erstmal ein paar Tiere für die Wertung zu holen. Toffel ist natürlich dabei, um hier bei etwas schlechteren Schüssen auszuhelfen. Aber ich wollte mich jetzt eigentlich nicht so mega lange mit der mit dem weiblichen Elch hier rumschlagen, weil der mir hier schon mal gar nichts bringt für die Punkte. Ich hatte gestern auch schon echt Probleme, die männlichen Elche zu finden, weil die einfach
Keine Ahnung. Ich habe einen gefunden tatsächlich, sonst tummeln die sich ja. Ich war auch in. Wo war ich noch unterwegs? Red Feather Falls war ich unterwegs. Habe ich versucht, da irgendwie was zu reißen. Habe ich auch kurz einen Elchbullen gesehen, aber der ist mir dann abgesprungen. Und da konnte ich keinen Schuss mehr antragen. Deshalb den leider auch nicht zu Schreck gebracht, aber auch nicht so groß. Keine Ahnung, habe ich im Moment kein Glück gehabt. Aber vielleicht. Ja, jetzt! Und ansonsten versuchen wir mal zum Bärenfass zu kommen. Das Bärenfass ist zwar leer, aber ich glaube, das ist ja buggy. Also da stehen ja trotzdem mal Bären dran. Auf Red Feather Falls gestern war es genau dasselbe. Auch das ist leer, aber stand trotzdem Schwarzbären ohne Ende dran. Also kriegen wir vielleicht einen braunen Bären zu sehen. Ich pirsche ihm jetzt einfach entgegen, auch wenn er vielleicht gleich abspringt. Ich höre ihn aber auch noch nicht laufen, weil ich jetzt hier keine Lust habe, allzu viel Zeit mit dem Elch hier zu verplempern. Ist da gerade ein Sound-Error oder? Das sind ja die Schritte von dem, die hören sich so mega komisch an. Ich hoffe noch da hinten irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Aber wo ist der Elch? Wo ist er hin? Wahrscheinlich rennt er jetzt hier genau den Hang hier rechts lang. Und dann sehen wir ihn wieder nicht. Also wenn ich jetzt hier auf dem Stein nicht direkt ausmache, dann können wir uns den eigentlich auch schenken. Den schenken wir uns aber nicht. Okay, der steht vor uns. Und hinter uns war gerade ein Schritt, aber ich glaube, das könnte die Toffel gewesen sein. Der Problem ist, da steht da wahrscheinlich eine Senke irgendwo drin. Da muss ich mal gleich gucken. Ja, da hinten kommt Toffel. Toffel, bist du schon in Rufweite? Jo, den können wir da ablegen. Ich versuche mal zu dem Felsen da vorne zu kommen. Vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr. Ist eigentlich ganz cool mit dem Felsen, dass man immer so drauf kann. Da vorne ist er. Ich glaube, der sieht besser aus als den ich habe. Warum lädt der denn nach? Willst du mich verarschen? Habe ich den abgebrochen oder was? Ach, lad doch, ey. Da kann wohl jetzt nicht dein Ernst sein. Da kommt noch das weibliche Stück. Ja, und der hat mich jetzt ausgemacht. Ich hab doch gerade geladen. Oder habe ich die zu schnell weggepackt? Na, ich glaube, er spät hat uns noch nicht. Na, ich glaube, der ist auch nicht größer. Egal. Einfach mal drauf. Die Staubwolke geht, der Elch geht. Ganz cool. Ganz cool, ganz cool, ganz cool. Alles gut, meine Kleine. Ist ein bisschen aggressive. Ist aber abgesprungen. Okay. Hat vielleicht auch ein bisschen Angst dann vor Toffel bekommen. Ja, Toffel ist auch angsteinflößend. Aber dann haben wir den ersten Elch. Jetzt hoffe ich, dass wir den haben. Gucken wir mal an, wo der Schuss war. Normalerweise haut die Knarre richtig rein. Also da liegt eigentlich alles auf Fleck und das sieht auch nach Lunge-Leber aus. Das ist ja nicht liegt. Wundert mich jetzt ein bisschen. Was rennt da unten? Das ist die Elchkuh, glaube ich, die da rumrennt. Aber jetzt können wir hier natürlich erstmal Toffel ansetzen. Ja, dafür haben wir den mitgenommen. Also kann der uns mal zeigen, was er drauf hat. Neue Spur, Lunge, Herz. Sehr gut. Toffel, dein Job. Du machst das schon. Weit ist ja nicht gekommen. Da unten sehen wir noch schon. Also Toffel wird ihn gleich verbellen und Erfolg melden. Jawohl, sehr gut. Habe ich ja gesagt, weit wieder nicht kommen. Komm her, mein Freund. Hast dir ein Leckerli verdient, mein Kleiner. Da ist er.
Hast du fein gemacht, die 2 Meter. So. Lecker Schmecker für den Toffel. Und wir sammeln den Elch ein. Hier, richtig durchschlagen, das Ding. 120, nee, ich hatte schon einen größeren auf jeden Fall. Deshalb kein Update unserer Position. Ich glaube, im Moment sind wir 12. Aber mir fehlen halt auch ein paar Tiere. Also im Moment ist hier noch gar nichts aussagekräftig. Und deshalb versuchen wir mal. Ich sollte die Knarre nachladen. Da vorne steht ein männlicher Elch. Aber der sieht auch nicht so viel größer aus, glaube ich. Kann ich dem nächsten hier bleib sagen, während ich hier nach. Ne, kann ich natürlich nicht, oder was? Ach, ist ja wohl ein schlechter Scherz, ey. Aber noch steht er da. Noch bewegt er sich nicht von der Stelle. Jetzt bewegt er sich. Aber so groß sieht er auch nicht aus. Egal, ich werde den einfach erlegen. Weil dafür sind wir hier. Natürlich sollten wir jetzt hier nicht großartig rumballern, aber ohne Witz. Ist gerade für die Aufnahme, also ballern wir alles ab, was wir. Was ansatzweise nach Männchen aussieht, sag ich mal. Wir müssen halt nur mal irgendwie in Distanz kommen. Ich sehe den gerade nicht, weil irgendwo hinter den Büsche da steht. Da sehe ich gerade so die Beine oder was ist das? Ich sehe sogar das Geweih so ein bisschen. Aber nicht so. So wirklich gut. Da sehe ich die Hufe wieder. Boah, das wäre wieder ein Schuss ins Blaue, ehrlich gesagt. Vor allem damit dreifache Vergrößerung, was wir da haben mit unserem Scope. Das kann man ja fast schon wieder vergessen. Jetzt steht er da, aber. So, jetzt steht er gerade breit. Zwar hinterm Busch, aber schießt einfach durch. Oh, da ist er gerade gelaufen. Könnte ein bisschen dran sein. Könnte sein, dass er ein bisschen hinten dran ist. Lol, der trottet einfach ab. Als wenn nichts wäre. Der Gude. Gucken wir mal, ob wir den gehittet haben. Hat jetzt nicht so die Mega-Regung gezeigt. Also, groß weggerannt ist er erstmal nicht, aber vielleicht haben wir den trotzdem erwischt. Auch wenn er eingeweiht ist, haben wir ja Toffel dabei. Dann gibt es halt keine Bären mehr, weil das andere. Die Schecke geht auch noch 6 Minuten oder so. Dann sehen wir halt kein Bären. Haben wir halt 2 Elche. Haben wir das hier mal uncut sogar hinbekommen. Wahnsinn. Ja, sage ich am Anfang noch, gibt keine Elche. Ausgestorben, keine männlichen. Und dann laufen hier 2 vor der Nase rum. Aber ich glaube, der Anschuss sitzt, weil da hinter dem grünen Strauch muss das gewesen sein. Und da sehe ich zumindest eine pinke Sichel. Also Blut sollte da vorhanden sein, hoffe ich jetzt mal. Ja. Sehr gut, aber Körper, oh Gott. Da gucken wir mal, ob Topfel das hinbekommt. Oh, geil. Lass mal hier 100 Dollar bekommen, weil Toffel Level 6 erreicht hat. Nett von Toffel. Oh, wahrscheinlich setzt er sich gleich schon hin, weil er einfach weiß, dass er nicht verenden wird. Na, schnüffel noch ein bisschen, mein Freund. Ja, dahin ist die nächste Fährte. Sehr gut. Ja, und dann setzt er sich hin. Alles klar, okay. Der hat den Schuss überlebt, damit tatsächlich links getroffen. Das ist natürlich schlecht gelaufen. Ich habe gerade rechts geguckt, ob da was ist, aber da war nichts. Flüchten. Ich glaube, es gibt auch eine Fähigkeit, dass der tatsächlich flüchten. Fluchtfährten verfolgen kann, aber wenn er überlebt, dann eben nicht. Ne? Guck, dann sagt er schon, nee. Da mache ich nicht mit. Und. Das müssen wir Toffel lassen, aber da vorne steht er. Also schießen wir einfach nochmal auf ihn drauf. So, diesmal steht er ein bisschen breiter. Was läuft denn hinten noch in den Büsche rum?
Auch ein Elch. Ich glaube, das war ein Weibchen. Deshalb pusten wir den einfach um. So, jetzt zeichnet er ein bisschen besser. Geht auf jeden Fall gut ab. Mal gucken, ob wir den jetzt getroffen haben. War vielleicht ein bisschen tief. Ich weiß gar nicht, wie genau das hier mit der Waffe funktioniert. Ob die wirklich. Normalerweise ist die Kugel ja relativ schwer und wahrscheinlich hat er nicht ganz so viel Energie wie eine normale moderne Waffe, logischerweise. Deshalb könnte das wahrscheinlich sogar hier ein bisschen schlecht gewesen sein. Wo war denn der Anschluss überhaupt? Da irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach mal hin und gucken uns das an, ob wir den gehittet haben. Da vorne ist auf jeden Fall noch eine Fährte von dem, aber die lassen wir jetzt erstmal links liegen. Wir nehmen einfach die Abkürzung. Und versuchen den Elch noch zu bekommen. Toffel wird wieder schön zu seinem Einsatz kommen. Denn da wird auf jeden Fall eine Blutspur sein. Er hat auf jeden Fall gezeigt, dass ich den getroffen habe. Er hat kurz mit der Hinterläufe so ausgeschlagen. Müssen wir halt nur noch finden und dann hoffen, dass wir diesmal ein bisschen mehr als den Körper getroffen haben. Sonst sieht's schlecht aus. Ich hätte ein bisschen höher halten sollen, hätte ich wenigstens die Lungen getroffen und nicht auf Herz gehen. Aber da ist eine Fährte und das könnte tatsächlich die Position sein, die wir uns markiert haben. Und dementsprechend auch hoffentlich Blut. Ja, aber das sieht schon wieder nach Körper aus. Gibt's doch nicht. Oder ist das noch gar nicht der Anschluss? Ist das da hinten der Anschluss? Also hier ist eine Blutfährte, aber ich kann. Ah doch, jetzt kann ich es aufnehmen. Aber wieder Buddy Hit. Wieder ein Buddy Hit. Da gucken wir mal, was Toffel diesmal sagt. Ich meine, es hat ja immerhin zwei Buddy Hits sitzen. Ja, Toffel, so ist gut. Da geht's lang. Ja, und er setzt sich hin. Kann doch nicht wahr sein. Also auf der Distanz ist die Knarre nicht so geil, besonders nicht, wenn man nicht trifft. Wahrscheinlich habe ich dem echt zweimal ins Bein geschossen oder so. Das kann wirklich gut möglich sein. Aber es ist jetzt hier auch keine Fährte, die irgendwo weitergeht. Der muss doch irgendwo noch hier geflohen sein. Da hinten. Aber ich muss das gleich cutten, sonst wird das Video zu lang. Ich muss das bis morgen noch hochkriegen. Und die Schecke schneiden wir auf jeden Fall noch hinten dran. Deshalb werde ich das jetzt hier mal eben cutten und versuchen, den Elch noch so zu finden. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Und die Elchspur habe ich leider verloren. Und hier im Bärenfass ist auch nichts, außer ein paar Rentiere, die da irgendwo ihre Bahn ziehen. Vielleicht jetzt auch schon über die Berggruppe drüber. Ja, da hinten sehen wir noch eins zwischen den Büschen. Das war da ein Reh, rennt auch noch darum, da haben wir das Reh. Aber die lassen wir mal alle unbehelligt, denn wir wollen ja noch die Rehschecke sehen. Das ist eh nur ein weibliches Stück. Das bringt uns nicht. Ein Bär ist leider nicht hier. Alles klar. Dann halt. So. Ja, ich dachte, das ist Toffel, der da um mich rumschleicht. Und dann kommt ja so ein Reh ins Bild. Das wollte sich leider noch aufdrängen. Es wollte unbedingt noch mit ins Video rein. Also sagen wir natürlich herzlich willkommen, liebes Reh. Du bist live dabei. Aber der Star kommt gleich und das bist nicht du. Guck mal, der Schuss sah eigentlich ganz gut aus. Dafür sind wir weit gegangen. Tatsächlich in die Lunge rein. Linke Lunge und rechte Lunge. Sehr gut. Das soll es mal gewesen sein. Beziehungsweise geht's für euch jetzt weiter mit der Rechecke. Also, viel Spaß damit. So, die Fährte verdichtet sich. Wir sind hier dem Scheckenreh weiter auf der Spur. Beziehungsweise ich habe es hochgemacht und hoffe,
dass wir es finden. Ich habe Toffel da mal kurz abgelegt. Aber es trabt hier. Es trabt hier. Und ich hoffe, dass wir zu Schuss kommen. Ich habe natürlich nur die. Den Bogen dabei und das Schwarzpulvergewehr. Und hoffe, dass wir damit irgendwie noch hinterherkommen. Ich habe natürlich erst den großen Bock geschossen fürs Turnier. Und. Es trabt immer noch. Und habe nicht auf den Schecken geschossen, obwohl ich freien Schussfeld hatte. Aber ich wollte halt zuerst den größeren Bock erlegen. Was da unten? Nee, das ist nix. Ich könnte mal versuchen, das zu callen, aber ich weiß nicht, ob es dafür jetzt empfänglich ist. Nach dem, was verschreckt haben. Ich hoffe überhaupt, dass die richtige fertig. Ich habe die einfach aufgenommen. Ja, da vorne ist es. Wo ist er? Ist aber noch ziehend, also es kann nicht allzu weit sein. Ich habe hier nur zu viele Bäume, um das zu callen. Deshalb muss ich irgendwie. Aber ich glaube, da vorne wird ein bisschen frei, ne? Die Frage ist, ob ich jetzt schon den Call absetze und mir das dann entgegenläuft. Das wäre natürlich auch nicht so gut. Jetzt müssen wir die Fährte finden. Da unten. Okay, jetzt zieht doch nach da unten. Ah, shit. Wahrscheinlich zieht es auch ganz schön schnell. Ich call jetzt einfach mal. Und hoffe dann, dass wir das irgendwie vielleicht zum Stillstand bringen können oder. Ich habe auch nicht gesehen, ob es ein Bock ist, leider. Sonst hätten wir es natürlich ein Problem. Wenn es denn tatsächlich auf den Call wieder anspringt und, so und uns entgegengetrabt kommt, das wäre natürlich nicht so gut. Besonders nicht in dem Buschwerk. Es trabt aber noch, ist aber nicht so weit. Hört doch. Aber wo? Wo zum Teufel ist es denn? Alter, das ist mein scheiß Hund. Ne, das ist nicht mein Hund. Shit. Toffel ist nicht in Reichweite. Bleib Toffel. Ja, aber das Reh kam doch auch aus der Richtung, oder nicht? Oder war das echt Toffel? Aber ne, Toffel war zu weit weg. Oder der ist hinterher gesneakt? Ne, ich hör's wieder. Da. Das ist aber ein falsches. Da ist der Schecke. So, ich glaube, das haben wir, oder? Es liegt, es liegt, es liegt. Leute, wir haben die Schecke erwischt. Ist das tatsächlich hin und her gelaufen? Was ein Schweinehund. Ist das einmal da außen rumgelaufen, oder was? Puh. Nice, haben wir es erwischt. Das ist mal ein seltener Fall tatsächlich. Das ist natürlich auch mega selten, dass ich da so ein Tierchen mal vor die Flinte bekomme. Deshalb habe ich das jetzt einfach aufgenommen, auch wenn ich gar nicht in der Aufnahme bin. Vielleicht habt ihr auch den Schuss jetzt doppelt gehört durch die Boxen, weil ich gerade auf Box spiele. Aber ist mir egal. Wir haben tatsächlich die Schecke und es ist ein Weibchen tatsächlich. Komisch, das kam gerade auf jeden Fall auch angetrabt, als ich gecallt habe. Ich weiß nicht, ob die Weibchen auch traben immer. Aber schön durch die Lungen. Und da brauchen wir natürlich einen Trophy-Shot.
Ist aber viel zu gut getarnt. Eben den Hund hier. Sieht ein bisschen aus wie Toffel oder Dreh. Ist auch so gescheckt. Das werden wir hier im Schatten und im Schnee vor allen Dingen. Das ist echt hier mega kacke in dem Schnee jetzt, ne? Es sieht halt echt aus wie der Boden. Also einen guten Trophy-Shot werde ich da, glaube ich, nicht hinbekommen. Aber ich würde das gerne so haben fürs Thumbnail alleine schon. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht auf die Kette so wirklich. Naja, mehr oder weniger muss ich vielleicht irgendwas mit Photoshop nachhelfen irgendwie, dass wir da das mit dem Hintergrund nicht so verschmelzen lassen. Aber unsere Schecke liegt perfekt. Und da das hier wahrscheinlich sowieso am Ende vom Video kommen wird, von dem, was ich dann demnächst aufnehme, wahrscheinlich morgen oder so, sag ich hier einfach mal, das war's vom Video. Das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Allein schon das Tierchen hier am Ende. Dafür auf jeden Fall 10 Daumen nach oben, Leute. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Weidmannsheil. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.